Strahlensatzaufgaben kannst du deutlich einfacher rechnen, als es in den meisten Mathebüchern dargestellt ist. Ich verzichte hier komplett auf den ersten Strahlensatz und den zweiten Strahlensatz, sondern mache das Ganze über Ähnlichkeiten. Das ist total einfach. Also wenn ich eine Strahlensatzaufgabe sehe, dann denke ich nur an großes Dreieck und kleines Dreieck. Dann habe ich die Aufgabe schon fast gelöst. Das hört sich einfach an und das ist auch einfach. Hallo und herzlich willkommen. Ja, du siehst, ich habe hier schon eine Aufgabe vorbereitet und das ist jetzt auch schon eine von den Aufgaben, wo ich sagen würde, naja, das ist der nervigste Fall. Das werden wir gleich sehen, das wird sich dann da ergeben. Aber wir fangen mal zunächst genauso einfach an wie immer. Und zwar gucke ich mir hier an, wo und überlege, wo ich hier ein großes und ein kleines Dreieck finde. Das siehst du hier ziemlich schnell. Und das ist in jeder Aufgabe so mit den Strahlensätzen. Du hast immer ein kleines Dreieck und ein großes Dreieck. Und diese beiden Dreiecke, die sind ähnlich. Das heißt, die haben alles komplett gleiche Winkel und die Seitenverhältnisse sind gleich. Und das macht man sich da zunutze. Dann brauche ich gar nicht über ersten Strahlensatz und zweiten Strahlensatz nachzudenken. Ich stelle hier nämlich schon mal so eine Verhältnisgleichung auf. Bruchstrich ist gleich Bruchstrich und da setze ich jetzt entsprechend ein. Das x kommt hier in meinem kleinen Dreieck vor. Dann würde ich jetzt hier oben links auch mit dem x anfangen. Ja, und dann habe ich hier links kleines Dreieck ist gleich großes Dreieck. Und dann erhalte ich eine Verhältnisgleichung, die ich dann entsprechend lösen kann. So. Ich sehe jetzt hier, x ist gesucht, also muss natürlich in der Gleichung hier vorkommen. Schreibe ich da schon mal das x hin. X und 7 habe ich hier gegeben. Diese ist ja gar nicht gegeben, das heißt, es kommt nur das in Frage. Das heißt, ich habe hier links in dem Bruch stehen x zu 7. Kleines Dreieck, kleines Dreieck. Und jetzt muss ich die entsprechenden Strecken im großen Dreieck nehmen. Also das zu dem ist gleich das zu dem. Und wenn ich jetzt mal genau schaue, und das ist jetzt auch wirklich ein Punkt, wo man wirklich dann weniger Fehler macht, wenn man so macht, wie ich es mache. Ne? Kleines Dreieck zu kleinem Dreieck ist gleich großes Dreieck zu großem Dreieck. Dann sieht man, mit dieser 3 kommt man hier nicht weiter, sondern man muss ja hier die ganze Seite nehmen. Und das ist ja nicht nur 3, sondern das ist 3 und x. Das heißt also hier kleines Dreieck zu kleinem Dreieck ist gleich großes Dreieck zu großem Dreieck, dann hast du hier 3 plus x oder halt x plus 3, 3 plus x, zack, zu dem da. Und das da sind hier unten die 9,7. Ja? Du kannst also immer in den Strahlensatzfiguren so eine Bewegung machen. Kleines Dreieck zu kleinem Dreieck ist gleich großes Dreieck zu großem Dreieck. Und die Bewegungen müssen halt in dem kleinen und in dem großen Dreieck so identisch sein, also ähnlich sein zumindest. Ne? Und dann erhältst du da automatisch die korrekte Verhältnisgleichung. Damit kannst du dann weiterrechnen. Ich weiß jetzt nicht, war das jetzt erster oder zweiter Strahlensatz? Ja, ich weiß es wohl, aber es ist letztendlich egal. Ja, also das brauchst du nicht, dieses Wissen. Du kannst also ohne dieses Wissen die Aufgaben korrekt lösen und machst da deutlich weniger Fehler bei. Erster Schritt immer Überkreuz mal nehmen, also mal 7 und mal 9,7. Das heißt dann letztendlich, dass das da mal 7 gerechnet wird und dieses da mal 9,7. Dann habe ich also links stehen 9,7x ist gleich 7 mal das da 3 plus x. Gut, dann muss hier hinten ausmultipliziert werden. Das ist eine Termumformung, das schreibe ich mir dann so auf. Ne? Dann habe ich da stehen 9,7x ist gleich 7 mal 3, 21 plus 7x minus 7x rechne ich jetzt. Dann bleiben hier noch 2,7x über, ist gleich 21. Geteilt durch 2,7
x gleich oder ungefähr gleich. Dann nehme ich eben den Taschenrechner dazu. 21 geteilt durch 2,7. Ja. Ist gleich 7,7. Das runde ich dann auf zwei Nachkommastellen. 7,78. Bei mir hier in der Zeichnung kamen überall nur Zentimeter als Einheit vor. Dann kommt hier auch garantiert Zentimeter raus. So. Ja, und mehr gibt es da nicht zu machen. Falls du dir die ganze Playlist jetzt so bisher in der Reihenfolge angeschaut hast, dann siehst du, dass sich wirklich also alle Aufgabentypen nach diesem Schema leicht lösen lassen. Es passieren extrem wenig Fehler, also die sind deutlich, deutlich geringer und deutlich seltener anzutreffen, als wenn man mit den Strahlensätzen arbeitet. Und es ist wirklich super simpel. Ja, falls du noch eine Frage hast, lass mir die gerne unten im Kommentarbereich da. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!